Und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Overwatch. Heute zusammen mit Xar. Grüß dich. Hi. Wir sind in den letzten Zügen der Beta. Die läuft nur noch quasi einen Tag. Und von daher schauen wir mal, was wir noch an Aufnahmen rausbekommen. Mal gucken, wie lange es noch hält, unser Aufnahmevorrat. Am 24. ist ja der Release. Aber gut, jetzt schauen wir erstmal die Beta weiter an. Und ich bin als Roboter unterwegs und der Xar als Mercy, ne? Als genau. Helle. Genau. Ich genieße die Ruhe, auch wenn sie nicht lange anhält. Komm mal kurz mit. Ich meinte hier, nein, hier geht's nicht hoch. Das war da rechts die Treppe. Irgendwo hier ging es, glaube ich, hoch. Ich bin die Stelle jetzt aber auch nur mal als Scharfschütze hoch. Als Scharfschütze hast du ja so schön Möglichkeiten. So ein Grappling Hook, ja. Ja, ich mach mal hier, drei, ja. Okay. Wir müssten ja von da kommen, ne? Genau, die kommt von der Richtung. Tief durchatmen. Jetzt frisch ans Brechten mal eine Sicht, das wäre gut. Ein Zwerg haben wir scheinbar ich auch noch. Bin noch da. Hallo. Aber wunderbar. Achtung, hinter uns. Ich pette dich wieder. Und tot. Achtung, Koya rechts. Über die Brücke rüber. Irgendwas schießt da. Aber nicht auf uns. Ah, hier ist ein Tank, hinter uns. Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Doch, da. Das sind Waffschütze irgendwo. Da. Achtung, hinter uns. Ja, Mist. Das ihn wieder auf den Beinen. Ist heiß. Ah, die hat sich aufgeheilt. Scheiße. Irgendwo hat sie Heilung hergeholt. Ja, da lag, glaube ich, so ein Heilpott rum. Ja. Mist. Na gut, mal gucken. Mal gucken, aber es ist schwierig, da eine gute Position zu finden, um. Oh, ist der Weg weit. Jo, man läuft ja echt eine ganze Weile. Legen wir los! Ich peppe dich wieder! Hey, ich versuche in deine Richtung zu kommen, grob, aber wird gerade schwierig, hier irgendwie durchzukommen. Mal hier? Nee. Boah, ist das alles verwinkelt. Hat jemand den Arzt gerufen? So. Achtung, hinter uns. Wo? Hier im Raum. Oh ne, ist auch noch einer. Boah. Okay, der ist aber ziemlich kaputt, der Tank. Wir müssen mal schauen, ob wir den. Das ist ziemlich kaputt, ja. Bis wir da sind, ist das durchgelaufen. Übel. Das ist echt der ganz große Nachteil der Verteidiger hier. Bis du da bist, ist halt einmal durchgelaufen. Wenn die drin sind, sind sie drin. Das ist ein bisschen daneben. Ja, ich hätte auch die andere nehmen können. Da hätte ich zwar nicht so aktiv heilen können, aber hätte dafür dann auch ein Portal aufstellen können. Wir müssen zurück. Neue Verteidigungsposition. Zielpunkt B. Hat den oh, Moment, ich kann mich selbst heilen. Ah, dabei kann ich mich nur nicht bewegen. Das war. Ja. Ultimative Fähigkeit einsatzbereit. Schade, ja, das ist schön, aber. Wo können wir denn hier uns aufbauen? Ah, Mann. Vor mir kann sich niemand verstecken. Irgendwo hier kommt man vielleicht vor. Ja, die Stelle sieht doch gut aus. Aufs. Jetzt gibt's 50 Schaden. Komm mal ein bisschen hier rüber. Na, oder so.
verpflichte dich nicht zu sein. Immer unterbricht mich jemand deine Arbeit. Ach Mann, das wollte ich doch gar nicht. Hui! Oh. Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Boah, was war das denn? Hat die sich selbst in die Luft gejagt oder was? Der hat eine Bombe nicht geklappt. Ist mir wahr. Ich hab dich im Visier. Ja, das war die Haftbombe. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich peppe dich wieder auf. So, ah, das Geschütz ist ja immer rot. Ich trottel. Hab grad wieder. Vitaminspritze gefällig? Jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Mann, 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 komm, wir werden die. Ja, schon wieder ein Gegner hinten. Egal, ich muss jetzt da vorne die mal wegmachen. Was heißt hinten schon bei uns wieder? Oder hinten was? Im Raum. Viel besser. Na, komm, das ist wohl so. Ich kann keine Hilfe gebrauchen. Du sollst nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt ist. Boah. Boah, ja, jetzt noch die Ulti hinterher. Boah, die marschieren aber auch rein. Mhm. Meine Güte. Die sind aber auch echt nicht schlechter reingemarschiert. So ein Scheiß. Meine Fresse. Highlight des Spiels. Mal wieder der Bogenschütze. Der ist ein bisschen über, gell? Wenn du den ordentlich spielen kannst. Das ist echt übel. Hier, wir beide, Xa, wir haben's gerissen. Mann. Achso, halt. Ach, Mann, ich wollte doch bei. Oh. Geklickt. Was? Ich habe an dir keinen Punkt. Nee. Oh, aber ich habe ein Level Up. Yay. Eine tolle Niederlage. Fuck. Okay, ab jetzt wird alles gut. Vielleicht. Was haben wir denn? Eine Angriffsmission. Eine Angriffsmission. Komm. So. Die Fahrer. Na dann. Hm. Also ich halt mal hab ich gar nicht geguckt, was das war. Ach, das ist wieder. Das ist nur wieder Wartebereich, glaube ich, oder? Zumindest warten wir noch auf Spieler. Ja, ist der Wartebereich, ja. Hm. Feindliches Geschütz, voraus! Hier ist überhaupt keiner. Ja, wir warten ja auch auf Gegner. Ja, ja, nee, aber ich dachte, man kann immer ballern, aber da sind sie ja. Er hat gesessen. Ah, ist noch einer. Hat's noch jemand? Ist ihr
waren sie aber schön drin. Könnten die häufiger machen. Was denn? Dich in so einer. Zu zweit in einer. In so einem Bunker da verschanzen, womit man schön mit den Raketen reinballern kann. Das dürften die häufiger tun. So. Ja, das ist dann sehr praktisch mit den Raketen. Durchaus. Na gut, komm. Dann wollen wir mal. Aber ich glaube, wir sind wirklich wieder im. Hier Tempel des Anubis, oder? Was kommt jetzt? Mal schauen. Ja, meistens ist der Wartebereich identisch mit der Karte, auf der man auch spielt. Haben wir zweimal hintereinander dieselbe Karte? Naja. Immer noch besser als dieses japanische Ding da. Wie heißt das doch gleich? Hanamura, glaube ich, heißt es. Hanamura, glaube ich, ja. Hanamura, das ist. Boah, ich weiß nicht. Ich mag die nicht. Ein Schuss. So. Ein Treffer. Jetzt aber. Räum mal auf. Stimmt. Weißt du, Reinhard? Ein Poster von dir an der Wand. Weißt du, was du alles an der Wand hängen hast? Wie war das nicht? Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Jetzt wird. Heimlich schon mal. Ach, du bist ja gar nicht hier. Nein, ich bin jetzt mal kein Heiler. Ich hab nicht gedacht, dass mir hier drin sich auch schon mit der Rakete Schaden machen kann. Ja, da kannst du aber hinter diese Wand laufen. Ich, genau. Eieiei. Bringt er sich schon vorm Start auf. So, Tank, wie wär's, wenn du mal vorgehst? Du stehst wieder hinter der Kiste. Das ist super. Ich bin immer wieder glücklich. Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. So. Geschütz im Einsatzbereich. Nur, da ist ein Geschütz. Oder was war das? Ja, da hat er ein Geschütz gebaut. Kacke. Feindliches Geschütz voraus. Aber das kriegen wir weg. Das ist nicht so gut positioniert. Leder nach, wo ich gerade gut. Huiuiui. Auf jeden Fall haben sie wieder einen Bogenschützen, meine Lieblinge. Meine erklärten. Irgendwo ist ein. Ich wollte gerade sagen, hier rechts ist ein Geschütz, glaube ich. Au. Ah. Wo war die Heilung? Rechts oder links? Bei dem Durchgang Mitte, oder vor dem Durchgang? Eine. Ich bin in der Mitte. So. Okay. Ah. Ach, da ist das Geschütz. So, haben wir doch. Komm, Zwergchen. Na. Ah. Oh, sag mal. Ich treffe halt überhaupt nichts mehr. Ah, verdammt. Ich wollte jetzt drüber fliegen, dass ich ihm noch das Geschütz weghaue, bevor er es fertig gebaut hat. Der baut, wenn man durch diesen Durchgang geht, auf der rechten Seite ein Geschütz. Nicht mehr, ich habe ihn eben erledigt. Ja, aber das Geschütz dürfte noch stehen, oder? Weil das hat er schon fertig gehabt. Oder hast du es mit? Ne, das Geschütz habe ich nicht. Sie haben dort ein Geschütz. Ja, sage ich. Feindliches Geschütz zerstört. So höre ich das gern. Dann komm, lass mich hier drauf. Oh. Ich reiß mir das Ziel unter den Nagel.
Achtung, der Ninja kommt von hinten. Leck mich doch. Da bin ich wieder. Mag ihn nicht. Bist du gerade nach vorne? Bitte? Nee, ich bin gerade vom Ninja zersäbelt worden. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe... Und... Ja! Sehr schön. Das klang sehr... Klang sehr episch, muss ich sagen. Steht mit mir Seite an Seite. War cool. Hier braucht jemand Heilung. Ich kann dir leider keine geben. Feindliches Geschütz ausgeschaltet. Vor mir kann sich niemand verstecken. Mach hier mal ein bisschen Sicht. Ja, genau. Nebel hier mal so ein bisschen. Einer nach dem anderen. Der Zwerg baut hinter der linken Seite das Geschütz, glaube ich, auf. Okay. Feindliches Geschütz ausgeschaltet. Bin mal weg, ich habe nur noch 4 Lebenspunkte. Ah, und wird auch heilen. Wollt doch meinen, hier sind doch genug Lebens. Oh, ich muss auch mal zurück. Oh Gott, ihr beide kommt. Gerade rechtzeitig. Team wurde ausgelöscht. Was? Team ausgelöscht? Unseres? Nee, so, wir haben ausgelöscht. Der dann hin. Einen. So, Schütten weg. Eine Legende liegt im Staub. Ganz schlecht. Das war natürlich zur richtigen Zeit der Ulti. Das müssen wir ihm lassen. Das war schade. Ich habe meine Ulti nämlich auch fertig gehabt. Wolltest du auch gleich zünden? Oder? War nicht schlecht. Nur, dass der Ulti ein bisschen doof kam. Ja. Wir hätten das hingekriegt. Wenn diese Ulti gerade nicht fertig gewesen wäre, wäre das doof gewesen. Die ist halt auch sau stark. Oh ja. Ah, fuck. War jetzt zu optimistisch. Ich dachte, ich ziehe die Ulti und gut. Das, was ich halt nicht gedacht habe, ist, dass der Tank vor mir weggeht. Weiß ich laufe hinter dem Tank her mit dem Schild und muss wieder noch ins Weg. Okay. Von mir kann sich niemand verstecken. Ich halt nicht einer nach dem anderen. Au. Okay. Die haben sich da wieder ganz gut formiert. No. Und die haben jetzt auch einen Scharfschützen. Aber ich werde versuchen, den so gut wie möglich immer rauszuhalten. Ja, das. Aber trotzdem, wir müssen irgendwie schauen, dass man gerade deine. Wo ist er denn? Der Scharfschütze, ich bin gerade hinter dir. Ich weiß es nicht. Das ist oben, genau über dem Durchgang. Okay, Sniper weg. Ja, wir haben hier noch einen Soldaten. Okay, der ist auch weg. Auch nicht mehr. Und diesmal haust du nicht nach rechts oder links ab, Tank. Na, Bogenschütze weg. So, hin. Ich hab dich im Visier. Ziel in Sicht. Geht an meiner Position entfernt. Achtung, von links kommt ein Tank. Da kommt alles, gerade von links. Das habe ich gebraucht. Ich nehme den Punkt ein. Ah. Was ist denn gepackt? Mein Ultimate ist gleich soweit. Okay. Vor mir kann sich niemand verstecken. Wir kriegen das. 2 Minuten haben wir noch. Das klingt nicht viel, aber ich glaube es an. Ah, dieser Punkt ist richtig schwer zu erobern da in dieser Basis drin. Das ist krass.
Oh. Ah, ne, hier waren zu viele. Okay. Haben die einen Heiler? Ja, yep, haben sie. Ich versuche ihn gerade rauszunehmen, aber der ist echt gut positioniert. Mir stirbt keiner weg. Mir stirbt keiner weg, das ist nicht gut. Haben die eine Mercy oder wie? Ja. Yep. Scheiße. Okay, ich habe meinen Ulti fertig. Okay, ich brauche Heilung. Heilung, 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 Heilung. Scheiße, hier ist keine. Wo ist Heilung? Oh. Okay, Mercy ist weg. Noch 60 Sekunden. Nein! Oh, schon wieder der Drachen. Unglaublich. Der Punkt gehört mir. Könnt ihr mitkommen? Ja, ja, ja. Schaut mal das. Yes! Hui. Hi, Gewitter. Das war aber ganz cool. Hat Spaß gemacht. Ja, anspruchsvoll, aber läuft. Bitte? War anspruchsvoll, aber es ging. Ja, auf jeden Fall. Die war knackig. War eine recht ausgewogene Geschichte. Die Stunde hat geschlagen. Hat's ja auch häufig so, dass irgendeine Gruppe gnadenlos überlegen ist. Meistens die andere. Ja. In dem Fall war es mal schön ausgewogen. Hier wieder 31% abgefeuerten Raketen. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich finde aber, das ist ein Punkt wert. Das ist einfach irgendwie noch... Das ist bei der Fahrer einfach noch nicht. Da kannst du töten, was du willst oder Schaden machen. Hier ist aber, glaube ich, recht ordentliche Menge an Schaden rausgehauen. Und das wird nett, aber irgendwie abgefeuerte Menge an Raketen. Keine Ahnung, was das soll. Na egal. Ja, vielleicht ist es ja doch eine Art Auszeichnung, weil man mit den Raketen eben nicht so gut trifft. Genau. Super. Ach, ja, aber es war abgefeuert und nicht Raketen, die treffen, also. Ach so, ich meine, es wären Raketentreffer gewesen. Echt abgefeuerte Raketentreffer? Stand das da vielleicht? Auf jeden Fall stand da abgefeuerte Raketen. Ich meine, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr 100%ig sicher. Okay. Also wenn fast 50% von meinen Raketen getroffen hätten, hätte mich das aber jetzt ehrlich gesagt gewundert, muss ich sagen. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir eine Verteidigungsmission. Mal schauen, ob wir die spielen oder mal gucken, was in der nächsten Folge kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.